in Philosophie haben wir gefüllt mit dem schulischen Enrichment-Modell. Wir schauen auf die Lernstile der Kinder oder sie lernen, damit umzugehen oder sie zu erkennen. Lernstile sind ein Teil davon. Das Individualisierende und das Gemeinschaftsbildende, das ist uns sehr wichtig. Wichtig ist in unserem Modell die Beziehung, die die Lehrkräfte zu den Kindern haben. Es steht eigentlich über allem, dass wir Lernbegleiterinnen, nennen wir uns, wir begleiten die Kinder im Lernen, dass alle, die bei uns arbeiten, die Kinder begleiten, die arbeiten über Beziehung. Und das, ja, das ist das Rezept. Bei uns ist diese Gemeinschaft wichtig, sie tragen einander, sie tragen enorm viel dazu bei, dass sie tragen sich. Mhm. Also, sie sind einander Vorbilder. Ja. Und da muss man auch noch dazu sagen, die einzelnen Projekte oder Produkte aus Projekten, die entstehen, die werden dann wiederum vorgestellt der Gemeinschaft. Und das ist immer interessant, dass wenn ältere Schüler Projekte vorstellen, natürlich jüngere Schüler fasziniert sind von dem Thema, von überhaupt von dem, was rausgekommen ist und sich so sichtbar zeigen, dass sie jetzt da auch ein Interesse haben könnten. Du hast vorhin gesagt, Französisch könnte man dann ja abwählen, weil es das nicht mehr braucht, so Schreinerin. Es ist aber dann meistens so, dass das eben dann gar nicht abgewählt wird, weil das gehört ja auch zu der Schule und man möchte da auch weiterkommen. Sous-titrage Société Radio-Canada.